Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ASA. Ich sitze hier auf meinem schicken neuen Gigantoraptor. Und wir hatten ja gesagt, beim letzten Mal haben wir den ja nur gesucht und gezähmt und nicht so richtig ausprobiert. Aber ich möchte den natürlich auch gerne mal ausprobieren. Und ich habe jetzt auch schon mal geguckt. Also ich habe mir jetzt noch keine großartigen anderen Videos angesehen. Aber so ein paar Sachen sind mir dann doch aufgefallen. Also man, mit der Schnabelattacke sammelt er Fleisch und Leder. Mit der Fußattacke kann er auch Bäume vernichten. Sammelt ganz gut Stroh, muss ich sagen. Kann auch Beeren sammeln. Also sammelt sozusagen alles, was man zum Imprinten oder zum Füttern von Babys braucht. Der hat eine spezielle Fähigkeit. Und zwar, wenn man jetzt mal in sein Inventar so guckt, dann gibt es hier dieses Ding. Eine Feder auszupfen. Und Baby nach links und Baby nach rechts tun. Gibt es hier noch andere Optionen? Nö, nur wieder zurück. Wir haben jetzt gerade hier keine Babys. Das gilt nicht für wilde, es gilt für eigene, also gezähmte. Da kann einer in den linken Korb und einer in den rechten Korb. Und diese Feder, die man auszieht, die habe ich mal gemacht. Hier eine Feder von einem Gigantoraptor genommen. Und genau. Sie gibt einem Baby die 56,21%ige Chance, den höheren Foodwert der Eltern zu übernehmen. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, die kriegen den ja bei der Geburt. Ist ja entschieden, also ich verstehe das so. Ne, ich habe es ja noch nicht ausgebracht, ich verstehe das so. Man packt diese Feder vermutlich den Elterntieren ins Inventar, weil das Baby gibt es ja noch nicht. Und die Chance, dass das, oder hat man das selber im Inventar, oder, obwohl der kann ja auch Eier sammeln, vielleicht behält der das auch im Inventar, ja, das weiß ich halt nicht, wem tue ich das ins Inventar, weil wenn die Babys geboren werden oder schlüpfen, dann bekommen sie ja die Werte, es macht also keinen Sinn, das dem Baby ins Inventar zu tun, so sehe ich das, heißt, entweder kriegen es die Eltern oder der hier, dann funktioniert es aber nur bei Eiern, die der mit sich rumträgt. So, ich hatte jetzt auch schon gesehen, also einmal am Tag kann man dem eine Feder auszupfen. Das geht für alle Werte. Ich habe keine Ahnung, ob die Prozente zufällig sind, ob die vom Level abhängen, ob man das irgendwie beeinflussen kann, weiß ich nicht. Wäre natürlich toll, wenn diese Wahrscheinlichkeit möglichst hoch ist in den Prozenten, ne? Also 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Gesundheit übernommen wird oder so weiter, wäre natürlich besser. Ich habe jetzt keine Verfallszeit gesehen. Das heißt, wenn man jeden Wert einmal hat, also vielleicht verbraucht es sich ja auch, das kann ja auch sein. Aber wenn man jeden Wert einmal hat in einer hohen Prozentsatz, dann reicht das ja eigentlich. Aber vermutlich wird es sich verbrauchen. Werden wir dann sehen. Vielleicht muss man das auch den Elterntieren füttern oder ach, was weiß ich, keine Ahnung. Wir können das dem ja mal wieder zurücktun. Kann ich dir das aufzwingen? Nee. Option Drop Use. Nee. Also ich kann das mit E hier bei ihm nicht benutzen. Und ja, dann, wie gesagt, man kann Babys in die Satteltaschen tun und mit diesem Ruf hier, wo man dann die Babys sieht, also das scheinen eher Sachen zu sein, die der dann, was ist denn das Komisches? Warum geht diese seltsame Blase nicht weg? Egal. Also die Babys, die man in den Taschen hat, die sagen ein, was sie brauchen, um imprintet zu werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob die dann besser imprintet werden oder nicht, keine Ahnung. Aber die sagen dir auf jeden Fall, was sie brauchen, um imprintet zu werden. Und mit diesem Ruf kann man dann diese Tiere ausfindig machen. Und die muss man dann töten, damit die Babys in euren Taschen irgendwie besser imprintet werden. Oder irgendwie so scheint das zu sein. Ich habe es ja, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. So. Wir hatten ja gesehen, dass der hier nur Tiere bis zu seinem eigenen Level nehmen kann. Das heißt, es macht schon Sinn, einen möglichst hochleveligen Gigantoraptor zu haben. Also Max-Level oder kurz darunter, denn wenn man die 10 kriegt, er ja noch einen Bonus. Also er sollte mit dem 10-Bonus am besten natürlich, der ist ja schön, sollte der dann 150 im Level sein oder nach wenigem Aufleveln sollte er 150 sein, weil dann könnt ihr jedes dieser Tiere töten und das bringt euch was. So, der hat schon wieder so viel Kram gesammelt. Ja, der hier ist natürlich jetzt echt nicht gut. Ich wollte hier ein bisschen rumstiefeln mit dem hier an dieser südlichen Küste in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwo andere Nester sehen. Also ich habe schon Leute gesehen, da sind wirklich auch nebeneinander mehrere Nester. Also sie scheinen jetzt nicht so super hyper selten zu sein.
hier an diesen Flussläufen, an den Ufern links und rechts, da kann es halt offenbar immer mal welche geben. Bei der Wiese am grünen Obelisken, ja, aber hauptsächlich eben irgendwie im Süden. Ich hatte jetzt noch nirgendwo gesehen, dass jemand aus dem Schneebiom oder aus dem Redwood sich welche geholt hat. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch im Redwood, kann ja trotzdem sein. Aber warum soll man sich das antun, wenn man es auch von hier haben kann, ne? So. Ja, keine Ahnung, ob die sich die Spawns jetzt mit Terizinos teilen. Könnte ich mir fast vorstellen. Es gibt ja auch so unglaublich viele Terizinos. Wenn es dann ein paar weniger Terizinos und dafür ein paar mehr Gigantoraptoren gäbe, fände ich das jetzt nicht schlimm. Und ja, wie gesagt, der läuft ganz, ganz zügig, fand ich. Also recht flott. Und das mit dem Geflatter ist natürlich auch toll. Kriegt also niemals Fallschaden. Der kommt ja auch verhältnismäßig weit. Der sinkt nicht so schnell. Gut, der braucht halt Ausdauer. Die hat er jetzt gerade nicht. Dann, wie sieht's aus? Wie schnell regeneriert sie sich? Nicht besonders schnell. Kann man jetzt nicht gerade behaupten. Dauert ganz schön lange. Auch wenn ich mich nicht bewege. Klar, wenn ich mich bewege, dauert es noch länger. Aber es ist auf jeden Fall echt ein interessantes Tier. Wie gesagt, wie das mit dem Baby-Imprint funktioniert, das muss ich mir dann tatsächlich nochmal irgendwie im Detail angucken. Der scheint aber auch ganz gut Schaden zu machen, ne? Also 125er Raptor. Stopp. Stopp. Ja, da guckt ihr dumm aus der Wäsche, ne? Jetzt aber eigentlich gar keine Lust, gegen die zu kämpfen. So grandios ist er dann ja doch auch wieder nicht. So. Ja, es wird jetzt, glaube ich, auch gleich wieder dunkel. Das heißt, ich werde vermutlich erstmal tatsächlich nach Hause gehen. Also mir scheint, wir wohnen eigentlich in einer guten Gegend für den Gigantoraptor. Der scheint also da, wo wir wohnen, da scheint es den hin und wieder ja schon mal zu geben. Wenn er so an der Südküste ist, da ist ja auch die Strandbase. Das ist natürlich cool. Wir können ja mal spaßenshalber mal irgendwie so einen Rex ausbrüten und das mal mit dem probieren oder mit zweien. Also wenn ich dann erstmal verstanden habe, wie es geht, dann ist es natürlich einfacher, das gezielt einzusetzen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der die Tiere, die der halt so imprintet, also das scheint ja schon, die scheinen schon deutlich besser dann zu werden, ne? Erstmal ist natürlich das auch mit der Chance toll, dass der, dass scheinbar man gezielt die Jungtiere dann mit den besseren Werten bekommt. Das heißt, diese Mammutaufgaben mit, ich muss erstmal die perfekten Werte zusammenzähmen, geht dann relativ zügig, was natürlich auch toll ist. Ja, wir werden sehen. Genau, ich mache mich jetzt erstmal wieder auf den Nachhauseweg. Wir können ja mal, ist das etwa ein Alpha-Raptor? Nee, ist ein normaler. Wir können ja einfach mal einen Rex zum Testen ausbrüten, auch wenn wir den dann vielleicht nicht behalten, einfach mal, um zu gucken, wie es geht. Okay, jetzt wissen wir schon mal eins. Wenn ich ihm jetzt sage, er soll hier die aufheben, dann sagt er, er kann nur Babykreaturen, die weniger oder gleich seinem eigenen Level sind. Okay, das hier sind jetzt definitiv im Level höhere. Die sind auch nicht gut, die sind nicht wirklich mutiert. Die können direkt gleich mal wieder freigelassen werden. Okay, die haben definitiv ein höheres Level und sie sind auch keine Babys mehr. Ich weiß nicht, ob die wirklich Baby sein müssen. Gut, ein Rex ist vielleicht auch tatsächlich ein bisschen sehr groß. Okay, mit denen funktioniert das also schon mal nicht. So lernt man halt Stück für Stück dazu. Die hatten zwar jetzt hier nochmal zwei Level mehr, also irgendwo ein Extra, aber ja, die sind halt trotzdem nicht so gut. So, vielleicht kann der die ja wenigstens mal töten und dann kriegt er vielleicht ein paar Level dazu. Dann müssen wir das halt mal mit irgendwas anderem probieren, was weiß ich, ein Dodo oder so. Aber ich glaube, der wird zu schnell erwachsen, als dass wir das damit sinnvoll ausprobieren können. Keine Ahnung, Biber, ich weiß es nicht so genau. Vor allem, ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem besseren Gigantoraptor. Bisher haben wir ja nur diesen einen und der war ja mit den 25, die er hatte, als er wild war, wirklich kein gutes Tier. So. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr mithelfen, Pflanze. Jetzt brauchst du das auch nicht mehr tun. Okay, wir wissen, der braucht auf jeden Fall mehr auf Ausdauer, weil das nervt mich total, dass das hier so lange dauert mit allem.
So, dann versuchen wir den hier auch nochmal zu besiegen. Dann kriegt er vielleicht gleich nochmal irgendwie 5 Level dazu oder so. Ja, also man braucht vor allem definitiv erstmal Tiere in einem hohen Level. Aus. Stirb. Dann geben dem einfach mal irgendwie 1000 auf Ausdauer oder irgendwie sowas. Zack. Nochmal 4. Okay, sehr schön. 6000? Ja, wunderbar. Den Rest würde ich ihm dann vielleicht in Nahkampfschaden erstmal geben oder irgendwie so. Welches Level hast du jetzt? 55. Naja, es wird langsam. Von 25 sind wir jetzt schon bei 55. Das ist doch gar nicht so, so übel. Ja, wenn man das mal hier so im direkten Vergleich, die Rizinosaurier, die sehen, haben ja irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit, ne? Sind beides zweibeinige Dinosaurier, also Theropoden, sind aber trotzdem beides Pflanzenfresser. Oder na, obwohl, nee, der Tirizino frisst Pflanzen. Der Gigantoraptor frisst ja tatsächlich Fleisch, wie wir festgestellt haben. Ist halt dann doch ein Raptor. Mit dem Schnabel und so. Die Federn überall dran. Also die haben schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ich persönlich finde ja, also ich mag ja den Tirizino an sich sehr gerne. Ich persönlich finde aber schon immer, dass er einfach zu plump ist. Der müsste eigentlich einen ähnlich langen, dünnen Hals wie der haben und einen kleineren Kopf. Also so ähnlich, wie man den in dem letzten Jurassic World Film gesehen hat. Ne? Der hier ist einfach zu dick. Na gut, nichtsdestotrotz, ich werde jetzt hier, wie spät haben wir es? 2.42 Uhr, vielleicht schaffe ich noch eine Runde auszubrüten. Und sobald es hell wird, ich muss unbedingt einen besseren Gigantoraptor haben. So. Und wie gesagt, der muss ja nicht Max-Level sein, aber wenn man, ich sag jetzt mal, einen mit Level 100 hat, dann kriegt er ja nochmal 49 Level obendrauf. Wenn er perfekt gezähmt wird, dann hat man ja eigentlich schon zumindest bei wilden Tieren jedes Level abgedeckt. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und die nächste Klimaanlage nochmal 5 und dann hole ich mir nochmal so ein Stack. Und genau, wir brüten hier nochmal 20 Eier aus. Es ist ein Augenblickchen später. Ich verpaare hier gerade Tiere. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Ich habe tatsächlich noch einen zweiten Gigaraptor gefunden. Habe dem eine Feder rausgezogen. Ich weiß jetzt, also die Federn muss man in die Elterntiere tun, bevor die Eier legen oder eben Jungtiere bekommen. Also bevor die Verpaarung abgeschlossen ist. Ich hoffe nicht auch schon gleich von Anfang an. 440 hätte er und der hat 840. Okay. Ja, es scheint auch tatsächlich so zu sein, dass mit den Gigaraptoren, also ihr könnt mit denen wirklich nur was anfangen, wenn die im Prinzip mehr oder weniger das höchste Level von all euren Tieren haben. Ansonsten funktioniert das nicht so richtig. Ich habe hier schon ein befruchtetes Ei. Und jetzt legen die da hoffentlich gleich noch eins. Also es ist halt so, dass wenn die Paarung abgeschlossen ist, dann verbraucht sie die Feder. Die ist dann tatsächlich weg und es gibt halt in diesem Fall eine 58,62%ige Chance, dass der bessere Wert übertragen wird. Grundsätzlich liegt die Chance ohnehin bei 55%, dass der bessere Wert übertragen wird. Wir haben jetzt also nur 3,62% höher die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. So, wir gucken mal. Verbraucht sie es? Sie hat es verbraucht. Okay, weg ist das Ding. Ihr braucht euch auch nicht mehr verpaaren. Ihr braucht euch nicht mehr verpaaren. Okay. Wir nehmen beide Eier raus. Das hat vielleicht er hier eingeladen. Es ist halt, wenn man zwei Oviraptoren hat. Nö. So. Genau, also. Ich habe die hier nochmal gefunden. Das war, den hier. Das war Level, vergessen, 85 oder so. Irgendwie haben wir hier keinen, ich habe zumindest hier keinen Ton. Ist es so leise? Ah, okay, meine Kopfhörer waren leise. Das waren 95er. Ihr könnt mir das ja sehr gerne mal sagen. Also, ich habe jetzt gehört, dass es tatsächlich so ist,
dass es im Singleplay immer nur einen einzigen Gigantoraptor auf der Map geben soll. Wer von euch also im Singleplay, also nicht alleine auf dem Server, sondern wirklich im Singleplay spielt, könnt ihr mir mal sagen, ob ihr schon mehr als einen gefunden habt? Ich habe mir jetzt tatsächlich extra mal diesen Dino-Tracker geholt. Und der Dino-Tracker behauptet hier nämlich momentan auch, diesen einen gibt es hier, Level 10. Allerdings zeigt er sowieso vieles nicht an und auch nicht richtig an, das weiß ich schon, deswegen muss das nicht stimmen. Der 95er, den hatte ich, glaube ich, von hier. Ich meine, hier irgendwo wäre der gewesen und unseren ersten hatten wir ja von hier. Die können tatsächlich überall dort spawnen, wo Terizinos spawnen, das heißt eigentlich überall außer im Schneebiom. Im Redwood gibt es wohl nur irgendwie zwei kleine Orte, an denen das passieren kann. Aber ansonsten können die hier überall spawnen, nicht unmittelbar im Sumpf und schon gar nicht im Schneebiom und auch nicht auf der Fleischfresserinsel, ansonsten überall hier so. Das heißt, eigentlich eine echt große Fläche, auf der die spawnen können. Da ist es natürlich umso blöder, sollte da tatsächlich immer nur einer spawnen. Ich kann zum Beispiel hier mal, also deswegen weiß ich, dass es nicht stimmt, wenn ich hier nach Basilos suche, dann findet der überhaupt gar keinen. Oder heißen die hier irgendwie anders? Nee, glaube ich nicht. Wenn wir jetzt nach Carbonemis zum Beispiel suchen, da zeigt er mir nur die hier bei mir in der Nähe an. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir vielleicht dieses Prevent Hibernation, das müsste aus sein, an sein, was auch immer. Auf jeden Fall wahrscheinlich das Gegenteil von dem, was es jetzt ist. Das ist ja dieser Winterschlaf. Das heißt, dass immer nur die Tiere reingeladen sind und sich bewegen und was machen, die in meinem Dunstkreis sind. Dann verstehe ich aber trotzdem nicht, warum er mir den Gigantoraptor da oben anzeigt, weil der ist ja eindeutig nicht in meiner Renderreichweite. Müsste ich also mal gucken. Also ich habe ihn wirklich nur dafür, um mal zu gucken, ob da wirklich nur einer ist. Und bis jetzt war es immer so, ich habe die Elterntiere dann getötet. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob irgendwie nach einer gewissen Zeit in dem Nest nochmal was Neues spawnt. Also wenn ihr mal einen 150er habt, ist es sinnvoll, wenn ihr das Jungtier gezähmt habt, einfach nur lange zu warten, weil der dann wieder eins hat irgendwann? Ich glaube nicht. Ich glaube, die spawnen direkt damit. So, also. Deswegen haben wir jetzt die Trudi gezähmt. Ich packe diese Dinger hier mal ins Inventar. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Bisher hatte ich immer den Eindruck, dass es nicht funktioniert. Wie war das jetzt? Also Feder kann ich gerade nicht ausreißen. Baby kann ich nicht reinnehmen. Aber wenn ich mich draufsetze, wie ist das? Show Ancestors Drop Transfer. Wie zum Henker war denn das? Man kann die irgendwie in den Sattel legen. Geht das nur, wenn ich nicht drauf reite? Ah, jetzt. Okay. Einmal mit Linksklick Show Ancestors. Okay. So. Jetzt hat er die da drin. Boah, auf einmal sind sie riesengroß. Und jetzt sehen wir da unten so ein gelbes Ding steigen. Jetzt ist natürlich die Frage, hatcht er die jetzt schneller, als es die Klimaanlage kann? Eigentlich kann man das ja ziemlich easy überprüfen. Remove? Nee, warte. Wir packen das mal raus. Und werfen das mal hier raus. Und dann sehen wir ja gleich. Also klar schlüpft das hier dann ein bisschen später. Ja, ich würde sagen, das nimmt sich nicht viel. Ja, wie gesagt, natürlich schlüpft das jetzt hier ein bisschen später, weil wir haben es ja kurz mal rausgenommen. Aber es müsste so viel später schlüpfen, wie ich brauche, um einmal das Inventar aufzumachen, das Inventar zuzumachen, abzusteigen und dahin zu gehen. So viel später müsste das hier schlüpfen. Das andere tatsächlich, ich glaube, der schlüpft nicht in der Tasche aus, sondern der brütet die halt so gut wie außen. Da muss man sie vermutlich trotzdem nochmal rauswerfen. So, wollen wir doch mal sehen. Musst du jetzt hier rumlaufen? Steht denn da hier auch die Prozente? 10? Mal gucken, ob der bei 1 stehen bleibt oder so. Oder ob das Ding doch trotzdem ausschlüpft. Kann ja auch sein. Okay. Jetzt könnten wir es theoretisch rausschmeißen. Zack, und der andere ist geschlüpft. Oder? Nee, der hier ist geschlüpft. Und der sitzt auch schon gleich drin. Ja, okay. Und der hier... ach, und der hat ihn auch gleich noch genommen. Okay, auch cool. Aber wie ihr seht, es ging nicht schneller. Ging nicht schneller, als wenn wir...
So, und jetzt kann ich dem sagen, hier, Baby. Nee, Remove Baby wollen wir nicht. Hier, zack. Jetzt müsste der den anderen auch genommen haben. Richtig. Okay, und jetzt sehen wir, der eine möchte gerne gebondet werden. Und der will einen Level 50er Tier töten. Und der andere verschnauft gerade. Aha, dieses hier. Die zeigen euch damit an, welches Tier sie getötet haben wollen. Und wenn ihr das dann macht, dann bonden die mit euch. Zack, der eine ist jetzt gebondet. Voll, wie es scheint. Dieses Herzchen 5 von 25, das heißt irgendwie sowas wie, und der hier will, dass wir den töten. Okay. Das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, oder? Okay, so 10 von 25. Ich glaube, man macht dann irgendwie mehr Schaden oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht so genau. Okay, an der Zahl ändert sich jetzt aber nichts mehr. Tja, keine Ahnung. So, und wenn die imprintet werden wollen, dann leuchtet das Ganze gelb. Und ich glaube, man kann die auch direkt aus dem Sattel imprinten. Und wenn ich C drücke, diesen Babyruf mache, dann... Wow. Na super. Wenn ich C drücke und den Babyruf mache, dann kann ich das, was die haben wollen, resetten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das jetzt mit dem Kryopod angeblich nicht mehr geht. Also ich habe es noch nicht getestet, aber angeblich geht es jetzt nicht mehr. Na, früher war das so, ihr konntet ein Baby, wenn das was haben wollte, was ihr nicht hattet, konntet ihr das in den Kryopod packen und wieder rausschmeißen und dann wollte der was anderes. Wow. Ah, du hast auch Baby. Aber der sieht schon so blutig aus. Ja, genau. Kannst ja mal ruhig sterben. Okay, wir töten hier fröhlich vor uns hin und es scheint aber nichts mehr zu bringen. Ich hätte auch gehört, dass man die dreimal bonden kann. Also, dass es eins von drei Bonding gibt. Keine Ahnung, sie habe ich jetzt hier wieder nicht gesehen, habe ich nur gehört. Na, jedenfalls ist es dann so, dass die tatsächlich, wir können ja mal gucken, was heißt das da oben? Alloparent Pride. Okay, wir sind also die Übereltern stolz. Imprinting Affinity und er hat Hunger. Wie schön. Ha, so viele Babys. Cool. Okay, wir gehen mal in sein Inventar. Wie war das? Show Buffs. Genau. 16 Damage Increase und 8 Experience Increase. Das ist jetzt wegen diesem komischen Herz hier mit dem Aufsteigedingsbums. Und ja, das ist der Imprint, den er selber gekriegt hat. Ich habe auch den wieder nicht geschafft, voll zu imprinten. Leider. So, wie ist denn das? Wenn ich R drücke? Nee. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie ich sehe, was die haben wollen zum Imprinten. Keine Ahnung. Aber spazieren gehen funktioniert auch weiter hier drin. Und knuddeln geht auch von hier drin. Und ach ja, wenn ihr Essen dabei habt, ne, also ich bin auch ein Futtertrog für die. Ihr seht ja, die haben ein Futtertrog-Symbol, obwohl wir definitiv weit genug weg sind von unserem Futtertrog. Nein, den Teri will ich aber nicht. Laufen! Laufen! Keine Ahnung, wie gut oder schlecht er ist. Aber Terizino muss ja jetzt nicht sein. Wie gut bist du denn? Ah, das könnten wir sogar schaffen. Ich
hoffe nur, der macht nicht auch Schaden auf die Babys im Korb, weil der kann ja auch Schaden auf mich machen. Ha! Bam! Also ich habe fast den Eindruck, das könnte hier eins meiner neuen Lieblingstiere sein. Gar nicht mal so sehr wegen den Fähigkeiten, sondern einfach, weil er toll aussieht, weil der schnell ist. Mir gefällt der echt richtig, richtig gut. So, wir geben die hier aber auch noch mal ein bisschen mehr da drauf. Man muss halt nur echt ein gutes Tier davon finden. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal sagen, ob bei euch im Singleplay, nicht auf dem Server, im Singleplay, ihr schon mehr als eins gleichzeitig gesehen habt von denen hier. Das fände ich mal sehr interessant. Ich bin ein bisschen irritiert, dass sie die ganze Zeit irgendwie keinen Imprint haben wollen. Ich meine, die müssen ja gleich schon erwachsen sein. Und da... Ah, jetzt wollte er gerade in dem Augenblick was und dann war er erwachsen. Also es ist rot geworden. Okay. Gut. Dann wollen wir doch jetzt mal gucken. Ihr seid jetzt in der Nähe von dem. Ihr seid zwar nicht imprintet, aber ihr seid gebondet. Show Buffs. 10% Damage und 5% Damage Increase. Also Damage Resistance 10%. Also er kriegt 10% weniger Schaden. Aber er macht 5% mehr Schaden. So, und das ist natürlich was, was einfach hyper duper mega gut ist. So, du hast das wahrscheinlich auch. Genau. Das ist natürlich der Wahnsinn, ne? Jetzt können wir ja mal gucken. Ich gehe mal, einer folgt mir ja, der andere nicht. Mal gucken, ab welcher Distanz das nicht mehr zählt. Gucken wir jetzt mal. Also der eine klar, aber der hier nicht mehr oder immer noch? Also die haben das, diesen Bonus, glaube ich, nur solange die in dessen Nähe sind. Show Buff. Okay. Dann folg du mir mal. Immer noch? Show Buff? Immer noch. Vielleicht haben die das aber auch immer. Who knows? Hast du gekackt? Show Buff? Tja. Ah, jetzt hat er nur noch 10% Damage Resistance. Okay, die hat er vielleicht immer. Und die 5% hat er nur, wenn er da in der Nähe von dem ist. Mal kurz. So, jetzt scheint der Name auf. Nee, hat er aber noch nicht. Ich dachte vielleicht, sobald man den Namen sehen kann. Aber vielleicht war er noch nicht in Namensreichweite, nur ich. Das ist jetzt aber schon echt super nah. Oder ist es weg, wenn es weg ist? Gucken wir mal bei dir. Ah, okay. Ich kann mir vorstellen, warum das weg ist. Weil jetzt dieses Ding hier weg ist. Das mit dem Herzen. Ah, jetzt haben wir 13 von 25. Tja, ach, was weiß ich, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, wie ihr seht. Die können ja eben mehr Schaden aushalten und mehr Schaden machen. Das ist der Hammer. So, wollen wir euch mal irgendwo gegen irgendwas aufhetzen? Kommt, wir töten mal irgendwas, was hier nervt. Aber wir müssen so weit weg sein, dass alle anderen das nicht mitkriegen. Sonst funktioniert das nicht. So, kommt, 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 kommt. Wir dürfen keine anderen Namenstags mehr lesen können. So, ihr zwei. Dann würde ich sagen, greift mir doch mal diesen Dodo da an. Das kann ja so schwer nicht sein. Sehr schön. Jawohl. Jetzt greift ihr mir die Kompis an. Huch. Jawohl. Ach, so herrlich. Ihr kleinen Killer. Und den auch. Los, ihr kriegt ihn.
Jawohl. Sehr schön. Ja, funktioniert gut. Wie gesagt, der Trick an der Sache ist, ihr braucht ein möglichst hochleveliges Tier, denn das funktioniert alles nur, wenn euer Gigantoraptor gleich hoch oder höher im Level ist, als die Eier, die ihr ausbrüten wollt, die Babys, die ihr töten wollt oder beziehungsweise claimen wollt. Es geht jetzt tatsächlich wohl auch, dass man Babys vom Gigantoraptor aus auch claimt, auch Gigantosaurier-Babys, Gigantosaurus heißt er, Gigantoraptor heißt er, ja, genau. Auch das funktioniert, was ich ziemlich cool finde. Es ist hier nochmal ein Junge und ein Mädel gewesen. Tatsache. Ja, ich brauche euch eigentlich auch überhaupt gar nicht, aber macht ja nichts. Ihr kommt einfach mal kurz mit, packe ich euch in den Stall. Genau, es funktioniert wohl auch mit denen, aber man kriegt wohl keinen Buff mehr da drauf. Wenn man das zumindest mit vom also wenn man Gigantoraptoren mit dem Gigantoraptor macht, dann kriegt man wohl keinen Buff drauf. Ansonsten irgendwie wohl schon. Bei anderen Tieren. Okidoki. Ja, so weit, so gut. Das ist der Gigantoraptor. Ich bin super happy, mega glücklich. Ich finde, das ist erstens ein total tolles Tier. Also schön. Ja, wirklich super schön. Warum hast du nur dieses komische Gefritzel da auf dir drauf noch? Sieht seltsam aus. Wahrscheinlich, weil er in der Nähe von denen ist. Wir gehen mal weiter weg. Mal gucken, ob der das dann immer... Nee, es werden dieses Herzchen-Dingsbums sein. Schätze ich mal. Der hat jetzt halt noch seinen Buff, ne? So, können wir mal gucken. Da drüben sind Babys. Theoretisch sollte das ja jetzt so funktionieren. Aber wahrscheinlich auch nur, wenn die im Level nicht höher sind. Oder so. Also ich habe gehört, es geht wohl jetzt auch irgendwie so. Nee. Ach so, klar, wir müssen natürlich erst das Elterntier töten. Logo. Entschuldigung, Baby. So, der Tritt macht halt mehr Schaden, aber ihr könnt ihn nicht machen, während ihr euch bewegt. So. Okay. So, Baby. Da. Okay. Was war das? E. Tatsache, es geht. Der hier hat auch noch einen Bonus, wenn auch einen äußerst geringen bekommen. Da hat er nur 6 Level gekriegt. Aber ja, also auch das geht. Ich muss nicht mal absteigen. Mega gut, würde ich sagen. Ja, ja, du bist ein tolles Tier. Fein, fein. Was ich nur schade finde, ist, ich muss absteigen, um dir zu sagen, dass du den einladen sollst, ne? Ja, ich muss leider absteigen dafür. So, Bonding. Da, du willst, dass ich den da töte. I do so. Nettes kleines Bibertier. Aber du möchtest es ja nicht anders. 0 von 1. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Bonded und Imprinting 15%. Tja. Wie ihr seht, so funktioniert das Ganze. Easy peasy. ich habe jetzt nur nicht gesehen, ja, den, also die anderen ließen sich halt in der Zeit, in der ich die dabei hatte, nicht imprinten. Also der eine war ganz kurz rot und dann war Erwachsenenzeit, also wirklich einfach zeitlich nicht hingehauen. Vielleicht funktioniert das bei anderen besser. Ey, komm, schon alleine, wie dieses Baby da drin sitzt. Boah, ist das cool. Machen wir mal irgendwie schönes Licht hier. So. Ich würde nämlich sagen, dass an dieser Stelle die Folge für heute wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Asa. Bis dann. Ciao, ciao.